Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir leider schon wieder Abend. Als ich rausging, muss auch praktisch spät abends. Ja, willkommen. Schau doch mal hier. Nichts Interessantes drin. Obwohl Nanako angeblich einkaufen war. Naja. Was kann ich am Tisch machen? Nichts. Naja. Es gibt keine Arbeit, die wir jetzt gerade an diesem Tisch machen könnten. Also legen wir uns schlafen. Ja, Donnerstag. Wieder ab. Monat des Jahres 2011. Ach, noch immer Regen. Puh. Jo, wie wird Morning übersetzt, okay? Ah, und sehr schön. Yukiko kann in 2 Tagen wahrscheinlich wieder zur Schule kommen. Das verdanken wir nur dir. Oh, sie errötet. Ja. Nur weil wir 3 unser Bestes gegeben haben. Ja. Eher wir 3 und dieses Tierding. Sieh mal, Teddy. Ach ja. Mittagsessen. Essenszeit ist immer die tolle Zeit. Huhu. Essenszeit ist geil. Ah. Ah ja, nee. Oh, Senpai. Ob wir heute zusammen üben könnten. Na klar, wir haben noch 2 Tage Zeit, bis Yukiko wieder auf dem Dampfer ist und warum nicht? Machen wir gerne. Spielt ihr eigentlich ein Musikinstrument? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr spielt, wie lange ihr das schon spielt und ob ihr Spaß dran habt, wie sehr ihr Spaß dran habt. Ich gehe jetzt erstmal hier in den Musikraum. Der, wo nochmal war, Puh. Ich glaube ja auch im. Ah, hi. Was ist denn los? Ja, willst du nun üben? Klar. Oh. Das macht sie fröhlich. Ihr kleines Herz hüpft vor Freude. Wie alt mag die sein? Doch höchstens 13 oder 14. Höchstens. Allerhöchstens 14. Wobei Japaner eigentlich allgemein nicht so groß sind. Ja, cut, cut, cut. Die Trompete ist ziemlich schwach. Bist du das schon wieder, Ayane? Ja, tut mir leid. I'm so sorry. Ja, wie sieht das mit dem Tempo im zweiten Movement denn aus? Ah nee, Trombone ist dann. Was hältst du da? Ein Tuba, oder? Ja. Und wir haben Trompete gespielt. Ausdruck ist gestiegen. Cool. Du musst müde sein, Senpai. Senpai. Ja, wir haben Talent, meint sie. Das ist süß. Oh, das heißt nicht viel, wenn es von mir kommt. Ich war wieder so schlecht. Ich wünschte, ich hätte so viel Talent wie du. Du hast Talent. Du solltest aufgeben. Nee. Übung macht den Meister. Du hast recht. Nur weil ich talentlos bin, heißt das nicht, dass ich aufgeben werde. Aber wir haben noch eine andere Tuba-Spielerin hier. Oh, Tuba-Spieler. Na gut. Na, Takeo. Er ist sehr gut. Was
wird immer für die einzelnen Stücke gewählt. Oh, sie kann nicht vom Publikum. Vom Publikum kann sie nicht spielen, meint sie. Heute helfen wir eben. Noch. Und da sind schon die ersten Gefühle wahrscheinlich ihrerseits eher, ne? Die gewachsen sind. Rank up! San Ayane Matsunaga. Rang 2. Wir können stärkere Personen des San Arcana kreieren. Okay. Und wir haben schon wieder mal Abend. Eins, zwei. Richtig. Welcome home. Genau das wollte ich hören. Nichts im Kühlschrank. Haben wir überhaupt was zu essen da? Naja. Die Quizshow wieder. Hm? Es regnet. Du hast doch recht. Und wir gehen ins Bett. Obwohl, wir könnten auch noch bei dem Buch weiterlesen. Ach komm, ich soll jetzt wieder hier rum. Lesen wir ein bisschen weiter. In unserem Büchlein. Die Couch gefällt mir. Ja. Okay, den Text kennen wir ja schon. Mut ist stark gestiegen. Und ein paar Seiten sind noch über. Okay. Dann werden wir die wohl am nächsten Abend lesen, also heute am Freitag. Und kaufen uns dann mal wieder ein neues Buch in der Stadt. Und der Regen hört und hört nicht auf. Heute ist Shower Day. Aha. Wir haben schulfrei. Das ist ja cool. What should we do today? Ja, was tun wir denn heute? Wir lesen erstmal das restliche Stücklein vom Buch. Mit voller Aufmerksamkeit bitte. Ja, das kennen wir auch. Und der Mut ist noch mehr gestiegen. Ah, und dein Mut hat sich von Average, ich glaube, jetzt heißt mittelmäßig, zu zuverlässig weiterentwickelt. Ach, noch immer was über an Seiten. Oh Gott. Und schon wieder ist Abend. Naja, gut. Due to the weekend rainfall, clear skies seem unlikely in the area. Ah. A thick fog is expected to set in tonight and remain until tomorrow morning, with heaviest concentration in the Inaba area. Nebel im Kommen. Anyone planning to go out tonight should take ja, care. Wetter, now, more fog, huh? Noch mehr Nebel, huh? There's been a lot of that. Da gab's eine Menge der letzten Zeit. Hopefully it's not a sign of more trouble. Ist kein Zeichen von noch mehr Ärger. Was habe ich dir gesagt? Ratswechsel und zu fragen. Have a great day, even during Golden Week, at your local Juness. Come see for yourself and get in touch with our products. Every day's great at your Juness. Every day's great at your Juness. Every day's great at your Juness. Dad, they're going to be open during Golden Week. I heard. Do you want to go somewhere during the long holiday? Hm. Man hört hoffentlich gerade nicht den Zug im Hintergrund. We can go somewhere? Gut.
Boah. How about it? Got any plans yet? Lass mich mal darüber nachdenken. Come on, let's all go somewhere together. June, ach, Mensch, die wird immer süßer. Sure you want to go to Jeunesse? Und da können wir immer wieder hin. Anytime. Come on, girl. Time for bed. It's late. All right. Every day's great at your Jeunesse. Die schaut wirklich viel zu viel Fernsehen. Absolut. Gut, dann sag ich doch mal, wir speichern hier ab.